Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Odyssey. Wir haben beim letzten Mal den Vater von Lykinos und Dingsbums beigesetzt, beziehungsweise waren hier dabei. Und Ikaros kann hier nicht landen. Cool. Und werden heute mal gucken, Lykinos wollte uns ja noch mal treffen. Ja, da gehen wir einfach mal rüber. Der Marker, da ist er. Man sollte nicht allzu weit weg sein. Oh, zu kurz gesprungen. Aber dann wunderschön auf der Kante ausbalanciert. Direkt nach dem Abrollen. Das kann auch nicht jeder. So, hier ist das Haus, ne? Das Schöne. My dear Cassandra, over here. Do you have a moment? Natürlich. I was hoping to have the chance to thank you for all you've done. What did you have in mind? Oh, it may be my day job, but there's more to me than that. I'm also a very talented cook. Allow me to make you a fabulous meal. Echt jetzt? I'd like that. Great. There's just one thing. I'll need a little help hunting down some ingredients. Literally. You're treating me, you said? After all we've been through together, surely you can agree that I'm a lover, not a fighter. A lover, huh? We'll see. I hope so. What do you need me to hunt? This dish calls for venison. Any of the beasts wandering nearby should do. Meet me at the cliffs near the Ipernistra camp once you find some. Und dann rennt er einfach weg. Was ist mit ihm los? Hier drüben an der Klippe, hat er gesagt. Nee, hier drüben meint er. Okay, ja, da können wir auch mal gucken, ob wir unser Kopfgeld loswerden. Also einfach zum Tor raus und dann leicht rechts halten. Das sollte machbar sein. So, was hat er hier? Here, Commander. What can I do to serve Sparta? You, Mystios. You're the one who won the battle for Megaris, for us. Das ist richtig. There were things I needed done. Acting as their champion was a necessary move. Thanks to you, Athenian efforts are fractured in this area. And my regiment is finally ready to strike. What do you need? A certain Athenian commander is all that stands in our way to victory. Of course. You want me to deal with the Athenian commander? He must be struck down with all your strength. All right. I'll do it. Na, mal gucken, ob wir das well wirklich met. Machen. Sparta thanks you. Leave it to me. So, Held gesucht. Eine neue Quest. Wird die irgendwo schon markiert? Nope. Ja, schön, dass das hier so aufgeteilt ist. Das ist ganz toll, aber... Ich finde dann einfach gar nichts mehr. Ah, hier, Held gesucht. Schalte den Athena-Befehlshaber aus. Wo? Hier drüben? Ja, in die Richtung wollen wir doch sowieso. Das können wir schon mal machen. Was? Wieso? Was ist los? Ja, da drüben ist auch noch so eine, vergessene Geschichte ist das, glaube ich, nur diese Quests. Da ist ein Hirsch. Sollen wir den jagen? Reicht das, wenn wir den... Schild. Großartig. Ja, also hier gibt es eine Menge Hirsche auf jeden Fall.
So, da haben wir ihn. Ikaros jagt da drüben einen Ziegenbock. At the start, but Lekinos will need more. Was? Noch mehr? Alter, wie gierig ist der? Also ich meine, von dem Hirsch, da werden noch zwei Leute 30 Mal satt. Ach nö. Reichen zwei ganze Hirsche? This should be plenty of meat for Lekinos' dinner. Ach, auf einmal. Ein Hirsch reicht nicht, ne? Aber zwei, ja, von zwei Hirschen, da kann man zu zweit schon mal. Das ist eigentlich schon fast zu viel, ne? Also ich meine, ist ja klar. So, da hocken wir uns mal hier rein. Ach, der ist erst ganz da hinten. Aber was ist denn das hier vorne für ein Lager? Ist da vielleicht was Interessantes zu holen? Nö. Noch so ein blöder Wolf. Ach, Mann. Ich weiß auch nicht, warum die Wildschweine sind so mega aggressiv, die Wölfe sind so aggressiv. Was haben die denn immer? Haben die zu wenig Freunde oder fehlt denen sonst irgendwas? Da können wir ein paar Vorräte sogar mitnehmen. So, ist das da unten tatsächlich der Auftraggeber für das Kopfgeld? Nee, der ist schon weitergezogen. Wir haben gar kein Kopfgeld mehr auf uns ausgesetzt. Das ist scheinbar verschwunden. Okay, gut. In dem Fall klauen wir hier nur ein paar Vorräte. Ja, vielleicht wollen wir einen Kampf. Ach, der lebt immer noch. Also ich werde nichts sagen, ne? Aber diese Tötungsanimationen hier, die sind mit dem Hammer schon echt, echt heftig. So, dann kümmern wir uns da hinten um den einen Kommandanten. Mehr brauchen wir da tatsächlich nicht zu erledigen. Was geht hier ab? Ein kleiner Tempel. Oh, wartet mal. Wo ist denn eigentlich der Tempel des Poseidon? Wahrscheinlich nicht so weit inländisch hier. Der ist nicht mal markiert irgendwie. Der Tempel des Poseidon ist da drüben. Ah, gut. Das ist nicht allzu weit weg, habe ich gehört. Das machen wir vielleicht mal nach dem Essen mit Lekinos. So, er dort ist es. Sarpedon. Habe ich alle erwischt? Mann, was mache ich hier wieder? Wir haben sogar noch einen Schatz in dem Lager. So, mal gucken, wenn ich Sarpedon, nehmen wir mal an, ne? Ich könnte den jetzt hier so direkt rausschießen. Sieht nicht so aus.
You should get out of here. Naja, ich bin gar nicht hier. Ja, kommt direkt her. Kann ich ihn irgendwie mit Münzen weglocken oder so? Time to get the reward. Gute Idee. Ja, das hier nehmen wir noch mit. Ja, komm noch her hier. Das ist noch ein blöder Wolf. 59 Drachmen hatte der dabei. Der wurde wahrscheinlich vom Wolf zerlegt. Wollen wir gleich mal, ich meine, wenn wir schon mal hier sind und beritten, können wir gleich mal zum Tempel des Poseidon eigentlich rüber. Warum ich das sage, ist, weil wir beim letzten Mal hier dieses wunderbare Rätsel gefunden hatten. Ach, die Poseidon-Statue in Korinth. Oh, ich dachte mal, ich meine, Korinth ist natürlich ganz hier drüben. Da gibt es eine Poseidon-Statue. Korinth, Glaukebrunn, Haft. Ah, hier, das ist die Poseidon-Statue, glaube ich, ne? Direkt am Hafen. Ja, gut. Dann hat das noch ein, zwei Minütchen Zeit. You again? Have you killed him? Your man is dead. Well done. Sparta is in your debt. Here, as thanks. All in a day's work. Gut. Das hätten wir also. Wo ist jetzt unser Meisterkoch? Ach, der auf den Klippen. Ja, klar. Oh, aber da hinten, habt ihr gesehen? Ein kleines Kopfgeld da, an den Docks, glaube ich. Loch ist da mein Kopfgeld. Wollen wir dafür extra in die Docks einbrechen? Wahrscheinlich ein höheres Kopfgeld noch auf uns laden. Was ist denn los, kleiner Hund? Ich meine, der scheint ja hier ganz alleine rumzugurken, ne? Ja, den greifen wir uns schnell mal. Ach, da sind wieder 3 Millionen Zivilisten, die wahrscheinlich gleich alle auf die wunderbare Idee kommen werden, uns anzugreifen. Wir schauen mal. Damit sollte sich das Kopfgeld ja erledigt haben. Jo. Und von hier aus führt auch ein malerischer Weg, den ich hier gerade ins Gelände trample, hinauf zu den Klippen. Oh, apropos, hinauf zu den Klippen, malerischer Weg und so weiter und so fort. Das nehmen wir doch direkt mit. Ein ganzes Orikalkos. Hammermäßig. Oh, wir müssen noch ein bisschen weiter hoch. Dort hinauf. Oh, was gab es hier? Moment. Ja, warum laufe ich denn so komisch? Weil es hier Unmengen von Olivenholz gibt. Das ich natürlich unmöglich stehen lassen kann.
Ach, schön. Er hat hier schon ein bisschen was vorbereitet. Beautiful view. It certainly is. Did you manage to hunt down our food? Here's the meat. Perfect. I'll get started. Please, make yourself comfortable. Ja, es regnet auch nur ein bisschen. That was delicious. I told you I could cook. Was the food worth it? Meh. The company was certainly worth it. I'm having a really nice time. I can hardly believe someone like you wants to spend time with someone like me. I have truly been blessed by the gods. Fighter or not, I'm sure it takes a lot to be a renowned poet in Athens. I may have exaggerated my accomplishments as a poet a bit earlier. The truth is, I'm not just home for a visit. I ran out of drachmi in Athens. Why lie to your brother about this, or to me? Timotheus has always been my father's son, in every way. They both fought for Athens, they both worked in the family business. Timotheus's path was never for me, so I left for Athens to strike out on my own. You're afraid of what he'll think. He'll say it was irresponsible of me to leave in the first place. And he's right. I don't have any drachmi, or means to earn it. You're an amazing cook, Lykinos. If you're looking for a way to make a living, you should start there. I guess everyone needs to eat. Besides, any skill that impresses you is worth pursuing. You never answered my question, though. Why lie to me about your career? Isn't it obvious? I didn't want to appear a failure to you. From the moment I met you, I knew you were amazing. Might not see it yourself, but I think you're pretty amazing, too. Even after everything I just told you? Poet or not, you're still charming. Glad you think so. Definitely. Cassandra, ever since I met you, it's as if the Weaver of Wiles herself possessed me. I can hardly resist you. Ja. If Aphrodite is speaking, you should listen. Der arme Kleine. Gut, das hätten wir also erledigt. Dann können wir uns beim nächsten Mal um den Bruder kümmern. Nicht, was ihr jetzt denkt, oder vielleicht doch, ich weiß es noch nicht. Mal gucken. 8% Kriegerschaden als Gravur gerade freigeschaltet. Wow. So, wir gucken mal, wie weit sind wir denn schon davon entfernt? Achso, dafür brauchen wir Speerstufen, ne? Ja. Nun gut. Ein Heldenschlag upgraden. Sehr gute Idee eigentlich. Das präzise Attentat wäre auch eine coole Sache. Achso, können wir nicht. Auch nicht. Auch nicht. Was können wir denn überhaupt noch upgraden? Ja, die Offenbarung könnten wir upgraden tatsächlich. Das wäre vielleicht tatsächlich auch eine Überlegung wert. Müsste man mal drüber nachdenken. Der aufgeladene schwere Angriff, den benutze ich ja doch ab und zu mal. Ja, vielleicht benutzen wir den mal für mehr Schaden.
Das ist doch eine feine Sache, denke ich. So, dann sind wir für heute schon wieder durch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.